Wir sind in Casavio. Das ist ein Ort auf der Litorale zwischen Cavallino Treporti und Punta Savione auf der Halbinsel der nördlichen Lagune vor Venedig. Und hier gibt es nur ganz wenige kleine Hotels, viele Campingplätze und ein ganz tolles Naturschutzgebiet. Das auf der halb schmalen, sandigen Halbinsel in der Mitte sich befindet, im südlichen Teil, und von hier aus gibt es ganz tolle Wege zum Strand und zu den Dünen. Keine Autos, wenig Leute, ein paar Strandverkäufer. Es ist jetzt in diesem Waldgürtel zwischen Meer- und Dünenlandschaft. Richtig ein kleiner Urwald und ungefähr eine Viertelstunde Fußweg zum Meer. Jetzt kommen wir raus aus dem Waldgürtel und laufen durch ein bisschen Steppe. Ciao! Ciao! In Richtung der Dünen am Meer. Alles ist eingezäunt, damit man hier die Dünen nicht niedertrampelt. Und hier haben wir den Fahrradparkplatz. Denn Autos kommen hier auch nicht bis zum Strand. Und da hinten kommt das Meer. Ui, Meer! Direkt drauf zu. Es ist 18 Uhr abends. Haben ungefähr nur 34 Grad zwischen Gott sei Dank einen leichten noch Wind heißer. Und und gefühlte 200% Luftfeuchtigkeit und ein schöner Schwenk noch über die Dünenlandschaft. Nun sind wir am Strand. Alle paar hundert Meter gibt es einen kleinen Kiosk. Getränke und Snacks. Und hier liegen jetzt ja, nicht allzu viele Leute. Und wir laufen jetzt am Strand entlang. Ungefähr 2-3 Kilometer bis zu dem Leuchtturm. Geht's hinaus zum Leuchtturm.
Ja, Sonnenuntergang an der Einfahrt von Venedig. Das ist der Leuchtturm. Zu. Ganzer Strandabschnitt der Litorale. Unser Bungalow in Strandnähe, Bibi Bungalow nennt sich das, Villaggio Perla Verde, und das sind zwei süße kleine Holzhäuschen, allerdings ist es wahnsinnig warm. Wir haben Tag und Nacht gleich 34 Grad und nachts Nebel, da tropft wie Regen aufs Dach und prasselt. Und hier vorne ist dann die Hauptstraße, die Via Adige. Dann nochmal unsere Bungalows. Und die großen Gärten. Und hier geht's zum Strand hinterm Waldesau. Kleine Straßen in die Lagune rein, nach Mesole und Lio Piccolo. Lio Piccolo radeln wir jetzt. Ganz schmale Straßen auf einem Damm. Und da fährt man mitten so durchs Sumpfgebiet in die Lagune rein. Und da hinten sieht man schon und hier rechts, das ist die Insel Torcello. Jetzt sind wir mit den Rädern in Lio Piccolo angekommen. Es liegt ungefähr 5 Kilometer von der Litorale von Triporti aus im Innern der Lagune auf einer kleinen Insel auf einer Fahrstraße zu erreichen über Dämme. Gibt es ein kleines Restaurant und eine schöne Kirche mit Glockenturm. Da geht der Michael gleich rauf. Ganz, ganz oben. Genau.
es mittwochs morgens um 9. Das ist der Strand bei Ebbe. Ich muss weiter rauslaufen. Ganz leicht ins Meer, 300 Meter bestimmt, und am Strand kann man sich natürlich auch schön aufhalten und zum Beispiel Burgen bauen, die dann bei Flut auch wieder Wasser im Burggraben haben. Leuchtturm, der Achim packt gerade die Sachen aus. Lecker Campari. Sag doch mal was Schönes. Ja, wir sind jetzt am vorletzten Abend hier am Leuchtturm. Ich habe jetzt gerade mal die Sachen rausgepackt, unter anderem Campari. Und ja, Kekse. Und Kekse. Tietze. Und Moretti-Bier. Okay. Ja, und was soll man sagen? 40 Grad und es wird noch heißer. Nee, heute Gott sei Dank nicht mehr, aber es hat immer um die 40 Grad. Prost! Prost! Nacht nach dem Gewitter. Vielleicht haben wir auch mal eine schöne Brandung. Und wunderbar saubere, klare Luft. Alles kann auf und erholt sich und gut geschlafen. Endlich mal. Ich war über 20 Grad. Ab dem Bad schon mal den Zelt- und Strandplatz auf.